Professor Bross, was war aus Ihrer Sicht das sozialistische Patientenkollektiv? Und es war eine Gruppe von Patienten aus der psychiatrischen Poliklinik der Universität Heidelberg, die in Gruppentherapie waren bei Dr. Wolfgang Huber, einem Assistenzarzt damals, Ende der 60er Jahre. Und diese Gruppe von Patienten hat sich, als Herr Huber sich überworfen hat mit der Klinikleitung und dann fristlos gekündigt wurde, hat sich diese Patientengruppe sozusagen dafür eingesetzt, dass ihr Arzt weiter sie behandeln kann, er weiter dort arbeiten kann. Und dann ist aus dieser Gruppe praktisch später das Sozialistische Patientenkollektiv entstanden. Am Anfang hieß das noch gar nicht Sozialistisches Patientenkollektiv, das hieß nur Patientenkollektiv. Das war diese Gruppe von ungefähr 30 Patienten aus der Poliklinik, und die haben, um praktisch sich dafür einzusetzen, dass Herr Huber weiter beschäftigt werden kann und weiter die Gruppentherapie betreuen kann, haben diese Patienten zusammen mit einigen Medizinstudenten der Basisgruppe Medizin, und dazu gehörte ich, die Verwaltung der Universitätsklinik besetzt. Aus dieser Besetzung ist dann dieser Kompromiss hervorgegangen, den Rektor Rentorf ausgehandelt hat mit den Besetzern und mit den Professoren der medizinischen Fakultät, dass Herr Huber und seine Patienten für eine begrenzte Zeit bis Ende September 1970 eigene Räume der Universität bekommt, wo sie diese Gruppentherapien fortsetzen können. Das waren dann die Räume in der Rohrbacher Straße. Und da war ich am Anfang mit beteiligt, weil wir dachten von der Basisgruppe, das ist eine Gruppe von Patienten, die hier eine neuartige Methode der Therapie ausprobieren wollen. Das fanden wir erstmal unterstützenswert. Und dann haben wir aber sehr schnell gemerkt, dass das in eine sehr militante, radikale Richtung ging und dass Herr Huber auch diesen Vertrag mit dem Rektorat gar nicht unterschreiben wollte, sondern er wollte zu 100% wieder eingestellt werden, was gar nicht möglich war. Er wollte auch keine Kassenpraxis aufmachen, was wir ihm damals vorgeschlagen haben. Und da haben wir uns dann ziemlich schnell von dieser Gruppe wieder entfernt. Und sehen Sie das Patientenkollektiv oder Sozialistisches Patientenkollektiv jetzt nach Ihrem Buch oder mit Ihrem Buch kritischer als damals, oder ist der Blick eher ein bisschen milder ausgefallen? Wir haben es damals, wir als Medizinstudenten damals, diese Entwicklung in Richtung Militanz schon sehr kritisch gesehen. Das fanden wir völlig deplatziert und abwegig, weil es ja wirklich den psychisch Kranken nicht geholfen hat, diese politische Radikalisierung und diese absolute Konfrontation mit der Staatsmacht und mit der Fakultät. Aber ich sehe es heute natürlich aus dem Abstand von 45 Jahren alles nochmal viel distanzierter. Und ich habe vor allen Dingen dann dank zwei jungen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen die eigenen Bilder, die ich von damals im Kopf hatte, da musste ich doch immer wieder von runtergehen und mich wirklich an dem reichhaltigen Datenmaterial orientieren, an den Interviews mit den Zeitzeugen, an dem Archivmaterial. Und daraus ist dann ein sehr komplexes Bild entstanden. Sie haben ja 90 der ungefähr 500 Patienten kontaktiert. Ich glaube, ungefähr 60 haben auf Ihre Anfragen geantwortet. Gab es da auch Gespräche mit den ehemaligen Patienten und Patientinnen? Diese 60 Personen waren nicht nur Patienten, sondern es waren auch ehemalige Mitarbeiter der psychiatrischen Klinik, Studenten, Politiker und andere. Auch der damalige Prorektor, Herr Purtlech, hat mit uns gesprochen. Ich glaube, es waren so um die 35 ehemalige Patienten, die wir ausfindig gemacht haben, die bereit waren, mit uns zu sprechen. Und die haben uns sehr, sehr umfangreiche Informationen gegeben. Die haben uns auch aus ihren Privatarchiven Dinge zur Verfügung gestellt. Zum Beispiel ein ehemaliger Kommilitone aus der Basisgruppe Medizin hatte damals Tagebuch geführt. Der hat also haarklein diese Ereignisse zu Beginn festgehalten, in dieser ersten Zeit. Das waren also alles sehr wertvolle historische Quellen, wo eben so zeitnah die Dinge festgehalten wurden. In der Erinnerung verändert sich ja dann manchmal doch einiges. Etwas verkürzt gesagt war die These damals ja quasi, nicht die Patienten sind krank, sondern die Gesellschaft. Ja. Liegt es aus der Rücksicht, also im Rückblick für Sie, an der besonderen Art der Behandlung und der Herangehensweise auch an die Patienten, dass es zu dieser Radikalisierung kam? Ich glaube, da trafen zwei Tendenzen aufeinander. Herr Huber hatte schon als Arzt in der Poliklinik sich sehr stark mit der Antipsychiatrie befasst, mit den Thesen von Ronald Lang, David Cooper, und hatte auch durch die Studentenbewegung sozusagen, war er beeinflusst, da hat er sich politisiert. Er war ursprünglich ein ganz konservativer, angepasster Arzt, der karriereorientiert war, aber er ist durch diese Ereignisse, wie viele damals, sehr stark beeinflusst worden. Und dann sind natürlich, nachdem
die Patienten in der Rohrbacher Straße waren, aus der Poliklinik heraus, sind da scharenweise Studenten dazugekommen, die politisch interessiert waren, auch psychische Probleme hatten. Und diese politisch sehr links stehenden Studenten haben sozusagen in einer Wechselwirkung mit Huber diese Radikalisierung herbeigeführt. Und das war damals so eine These, es gab doch diese Randgruppentheorie von Marcuse, dass man dachte, die Arbeiter sind angepasst in der kapitalistischen Gesellschaft und es sind die ganz unten, die Fürsorgezöglinge, die Obdachlosen, die Psychiatriepatienten, die sind eigentlich am schlimmsten dran und mit denen muss man die Revolution machen, was natürlich völlig absurd ist, weil das sind die Schwächsten der Gesellschaft und die sind krank. Die darf man nicht in einen Kampf schicken, das schreibe ich ja auch in einem Kapitel, dass man eine Revolution auf dem Rücken der Patienten eigentlich dann gemacht hat. Mit sehr schlimmen Folgen für manche Patienten, die dann, als die Gruppe sich auflöste, ins Gefängnis gekommen sind, dann wieder schwere Rückfälle erlebt haben, ihrer Depressionen oder ihrer psychotischen Erkrankung. Einige dann auch Haftverschonung gekriegt haben, weil sie so krank waren, ja, dass sie und einige auch sich umgebracht haben. Stichwort Kampf. In Ihrem Buch steht ja, ungefähr 15 Personen aus dem Umfeld sind dann bei Terroristengruppen oder Ähnlichem gelandet, teilweise bei der Besetzung der Botschaft in Stockholm, dann auch teilweise im Herbst 77 bei den Attentaten. Hat Sie das im Nachhinein gewundert, dass die Patienten oder auch Mitglieder des SPKs sich so stark radikalisiert haben? Es ist eine Legende zu sagen, das SPK sei die Kaderschmiede der Roten Armee-Fraktion gewesen. Das stimmt so nicht. Ich habe es genau rekonstruiert, es waren 11 Personen und unmittelbar nach Auflösung des SPK im Juli 1971 waren es nur 4 Personen, die in den Untergrund gegangen sind, von mehreren hundert Patienten. Und es hat ja eindeutig die Sonderkommission Wiesenbach des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg und das Landgericht Karlsruhe festgestellt, das sozialistische Patientenkollektiv war keine kriminelle Vereinigung, sondern es war dieser kleine innere Kreis von circa 12 Personen um Dr. Huber und einige sehr radikale Studentenpatienten, die diesen militanten Weg gegangen sind. Und dann aber trotzdem sind natürlich 12 oder 11 Personen von 500 relativ viel. Die anderen 6 sind erst hier unmittelbar nach dem SPK nur 4. Die anderen sind erst Jahre später zur RAF gegangen und die haben sich nicht aufgrund der SPK-Erfahrung der RAF angeschlossen, sondern die waren in diesen Komitees gegen Folter. Und das waren ja so Gruppen, wo die sich gegen die Haftbedingungen der RAF-Gefangenen, diese Isolationshaft, die es ja tatsächlich auch gegeben hat, nicht so schlimm, wie es immer dargestellt wurde. Ja. Und die haben aufgrund dieser Erfahrung, sind die dann in den Untergrund gegangen. Und nicht, da ist kein direkter Zusammenhang mit SPK und Roter Armee-Fraktion. Deswegen wurde das immer übertrieben. Und man kann wirklich nicht sagen, das SPK war die Kaderschmiede der RAF. Das stimmt so nicht. Ich habe in der Literatur gefunden, von Terrorismusforschern, von Bayer selbst, der darüber geschrieben hat, 33 Personen sind dort immer wieder aufgeführt, die in der RAF waren und im SPK. Das stimmt nicht, es waren nur 11. Die anderen 22 wurden einfach von der Bewegung 2. Juni, Rote Armee-Fraktion, erklärt, es seien auch SPK-Patienten gewesen. Stimmt aber nicht. Deswegen tut man auch den psychisch Kranken Unrecht, weil die waren da, das war überhaupt nicht deren Ding, ja, den bewaffneten Kampf aufzunehmen. Das war wirklich eine ganz kleine Gruppe innerhalb dieses großen Kreises von Patienten. Das will ich einfach nochmal betonen, der Gerechtigkeit halber. Es gab zum Schluss eine ganz starke Radikalisierung. Da wurden diese Patienteninfos, da war ständig von Volkskrieg der Rede und wir bewaffnen uns jetzt, ja. Aber ich weiß ganz genau, dass diese kleine Gruppe nicht für das Gros der Patienten gesprochen hat, weil hat eine große Austrittswelle gegeben. Schon im Herbst 1970 sind ganz viele Leute im heftigen Konflikt aus dem SPK ausgeschieden, haben heftige Auseinandersetzungen gehabt mit Herrn Huber und den Radikalen. Nach diesem Weg wollen wir nicht gehen. Und im Frühjahr sind noch mal eine ganze Reihe ausgetreten. Das ist in den Archiven dokumentiert. Und ich bin sicher, dass die Dunkelziffer derer, die ausgetreten sind und diesen Kurs nicht mittragen, noch viel höher ist. Wie ist es aus Ihrer Sicht? Hatte die Universität zu irgendeinem Zeitpunkt noch die Möglichkeit, das SPK in irgendeiner Form zu lenken? Also der Rektor Rentorf, dem muss man wirklich sagen, der ist eine
heroische Gestalt in diesem Konflikt. Er hat als Theologe, als Seelsorger reagiert. Er hat gesagt, hier sind kranke Menschen, die sind zum Teil selbstmordgefährdet, denen muss ich einen Raum geben. Ja, die können wir jetzt nicht einfach von ihrem Arzt trennen, die haben eine Beziehung zu dem Arzt. Er hat sozusagen seelsorgerisch, menschlich gedacht. Und er hat alles versucht, um diese Gruppe in der Universität irgendwie zu integrieren, ja, und ihnen einen Raum zu geben. Aber, und das sagen viele Zeitzeugen heute rückblickend, wir waren wirklich schäbig, wie wir den Rentdorf behandelt haben. Weil Rentdorf wurde irgendwann auch zum Feind erklärt, wie alle. Irgendwann waren alle Feinde des SPK, es gab überhaupt keine Freunde mehr, ja. Und dann war auch Rentdorf nicht mehr in der Lage, die zu integrieren. Zumal der Herr Rentdorf ja zerrieben wurde, auch von dem konservativen Lager. Ja, also er wurde zwischen den Fronten richtig zerrieben. Es hat ihn letztendlich auch sein Amt gekostet. Eine ganz tragische Geschichte, muss man sagen, weil er war ein wirklich ein sehr ehrenwerter Mann, der versucht hat, wirklich auf die rebellischen Studenten zuzugehen und Reformen, Drittelparität in den Universitäten, also das Hochschulgesetz eigentlich mit Leben zu füllen, ja. Ein kurzes Fazit Ihrer Forschungsarbeit? Wir haben ja vier Jahre lang mit zwei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen diese Recherchen gemacht, Unmengen von Archivmaterial, von Interviewtranskripten ausgewertet. Und es war schon erschütternd zu sehen, was so alles ans Tageslicht kam. Und wir waren ja, unsere Bemühung war ja mit diesem weißen Fleck, eigentlich keiner wusste, was war eigentlich genau da los in dem SPK. Es gibt nur so ein paar oberflächliche Artikel dazu. Es gibt diese Dokumentation damals von der Basisgruppe Medizin, ja, die so einiges. Aber was innen, das hat mal eine Wissenschaftlerin vor 10 Jahren, eine Frau Brink, mal einen sehr guten Artikel darüber geschrieben, aber sie hat einen zentralen Satz geschrieben, Innenansichten, Innenleben des SPK, darüber wissen wir nichts. Und das haben wir, glaube ich, dieses Geheimnis haben wir gelüftet. Wir haben genau die Gruppenprozesse rekonstruiert, was da im Innern los war, was für eine Art von Behandlung das war, wie die mit den Depressiven, den Wahnkranken umgegangen sind. Ich glaube, ein Lehrstück daraus ist, wenn ein Arzt die professionelle Distanz verliert zu seinen Patienten, wenn er sich verbündet mit seinen Patienten und seine eigenen Probleme, das heißt seinen Konflikt mit der Klinikleitung, da die Patienten hineinzieht, ja, dann geht es ganz schief. Und das darf ein Arzt nicht machen. Das hat Herr Huber gemacht. Ein Arzt muss sozusagen seine eigenen Probleme trennen und darf sie nicht vermischen mit den Patienten. Der Huber ist ja quasi verschollen heute. Ja, wir wissen nicht, wir haben versucht herauszufinden, ob er noch lebt, wo er ist. Es ist uns nicht gelungen.